Vereinigungen, deren Zwecke oder Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung richten, sind verboten. Artikel 9 Absatz 2 des Grundgesetzes. Da fragen wir uns, wenn das so klar im Grundgesetz drinsteht, warum wird das nicht bei der Vereinigung Letzte Generation vollzogen? Denn deren Zwecke und Tätigkeit laufen dem Strafgesetzen zuwider und sie verstoßen tagtäglich gegen die verfassungsmäßige Ordnung und wollen aus unserer parlamentarischen Demokratie eine Räterepublik machen. Wenn das kein Grund für ein Verbot ist, dann weiß ich nicht, was ein Grund für ein Verbot sein soll. Da fragen wir uns dann, warum ist das Verbot bisher nicht vollzogen? Liegt es vielleicht am Namen dieser Organisation, dass sie sich alle denken, ja gut, die nennen sich Letzte Generation, da warten wir mal ab, das Ganze wird sich biologisch auflösen? Oder liegt es vielleicht eher daran, dass sie sagen, ja, diese Klimajugend sind unsere nützlichen Idioten, jung, naiv, uninformiert, steuerbar, obrigkeitshörig, auch noch in den Clan-Strukturen um Greichen verfangen. Der Remsmar-Clan zieht da seine Strippen. Die Agora Energiewende GmbH mit Herrn Patrick Greichen, ehemals an der Spitze, der ist damit verbandelt. Liegt es vielleicht daran, dass sie ihre eigenen Schützlinge so ein bisschen schützen wollen? Wie auch immer, es ist das Auftreten der Alternative für Deutschland erforderlich und dieser Antrag, der zwei Teile hat. Nämlich zum einen mal die ganz klare Feststellung, dass der Bundestag, und da könnte auch die ehemalige konservative Rechtsstaatspartei CDU, CSU vielleicht auch noch dabei zustimmen, dass der Bundestag ganz klar feststellt, dass die letzte Generation eine Bedrohung für die verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik Deutschland darstellt. Das wollen wir festgestellt haben. Und wir wollen festgestellt haben, dass der Bundestag die Aktivitäten, die extremistischen Aktivitäten, die terroristischen Aktivitäten, dazu komme ich gleich noch, verurteilt. Das ist der erste Teil unseres Antrags. Denn das, was die Klimajugend da auf den Straßen in der letzten Generation verwirklicht, ist nichts anderes als Terrorismus. Das ist zwar noch ein Stückchen, von der strafrechtlich relevanten terroristischen Vereinigung entfernt, aber die Damen und Herren dort sind auf einem verdammt schlechten Weg, meine Damen und Herren. Terrorismus, die Definition ist etwas unklar, aber es steht fest, die systematische und oftmals willkürlich erscheinende Verbreitung von Angst und Schrecken durch ausgeübte oder angedrohte Gewalt, um Menschen gefügig zu machen und auch noch ideologisch gesteuert das Ganze. Das trifft 1:1, zu 100% auf die Klimajugend zu. Und wie sagte einmal ein großer Politiker, mit Terroristen verhandelt man nicht. Ich habe da gleich an Helmut Schmidt gedacht, habe da mal nachgelesen. Das stammt gar nicht von Helmut Schmidt, das stammt von Paul Hampel. Und Paul Hampel hat gesagt, mit Terroristen verhandelt man nicht, Terroristen bekämpft man und deshalb unser Antrag, meine Damen und Herren. Die Rote Armee-Fraktion ist dem einen oder anderen vielleicht noch ein Begriff, eine terroristische Vereinigung 70er, 80er Jahre. Die hat ja auch nicht mit Mord und Totschlag angefangen. Das fing an mit der außerparlamentarischen Opposition, auch die Forderung, das politische System in Deutschland umzukrempeln, Stichwort Räterepublik. Wir hatten es ja gerade. Daraus wurden dann ziviler Ungehorsam, daraus wurde Gewalt gegen Sachen, dann wurde daraus Gewalt gegen Personen. Am Ende kamen Mord, Entführung und Totschlag dazu. Da wollen wir hier die Bremse reinhauen, denn die Tendenz, die diese letzte Generation aufweist, genau in diese Richtung. Wir sind über den Punkt ziviler Ungehorsam sind wir weg. Wir sind schon bei der Gewalt gegen Personen. Wir denken alle an blockierte Krankenwagen, an die Angst von Notfallpatienten, nicht mehr rechtzeitig ins Krankenhaus eingeliefert zu werden. Es fehlen nur noch die ersten richtigen Toten. Und bis dahin ist es kein weiter Weg mehr, wenn wir als Deutscher Bundestag hier nicht massiv eingreifen, und zwar hier und heute aufgrund unseres Antrags. Etwas schwer fällt es uns natürlich, im zweiten Teil des Antrags dann zu sagen, ja, der Verfassungsschutz soll einmal tätig werden. Wir wissen ja alle, Verfassungsschutz, der schützt so vor der Verfassung wie ein Zitronenfalter Zitronen faltet. Wissen wir alle, aber die Behörde gibt es nun mal. Und Herr Haldenwang hat sich auch, wenn ich das richtig verfolgt habe, bereits zweimal mit der letzten Generation beschäftigt. Zweimal zwei Minuten habe ich so den Eindruck gehabt. Danach kam sofort die Absolution, wurde gesagt, nein, nee, da ist nichts dran. Da haben wir uns überlegt, wie kann man Herrn Haldenwang davon überzeugen, tätig zu werden? Und wir haben die Lösung. Unser Antrag. Wenn nämlich die breite Mehrheit in diesem Hause sagt, Haldenwang, werd mal tätig und guck dir mal diese linken Truppenteile der letzten Generation an, dann wird er auch tätig werden. Wir haben die Hoffnung da noch nicht aufgegeben. Das steht in unserem Antrag drin. Deshalb für mehr Sicherheit auf unseren Straßen, für weniger Ideologie, für weniger Verblendetheit. Stimmen Sie unserem Antrag zu und wir machen einen richtig guten Schritt in die richtige Richtung in unserem Land. Vielen Dank.